Nachdem wir uns von unserem Overnight im Gasthaus erholt und das Amish-Haus erkundet haben, waren wir mal wieder auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht. Da es mittlerweile immer kälter wurde und wir schon eine eisige Nacht hinter uns hatten, hofften wir in der Nähe ein B&B oder etwas ähnliches zu finden, wo wir übernachten konnten. Richtiger Dorfmarkt, ey. Hier kennt auch jeder jeden, wetten. Taco, zeig mal bitte deinen total gesunden Einkauf, den du dabei hast. Doch welches Glück wir mitten im Nirgendwo finden sollten und welche verrückte Location wir am nächsten Tag aufsuchen würden, wussten wir selbst noch nicht. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, falls ihr euch wundert, wo wir gerade sind. Wir sind nicht in einem Lost Place, sondern in einem sehr bewohnten Haus. Und zwar von einer holländischen Familie. Wie das Ganze zustande gekommen ist, also da war an der Straße so ein super schön erleuchteter Laden. Willkommen im Lampenladen. Hallo? Und wir dachten, okay, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das an. Und dann sind wir mit der Besitzerin hier so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Hallo! Hallo! Hallo. Wir haben den Laden von der Straße aus gesehen. Ja, da. Wunderschön. Denkst du, jetzt ja. Wunderschön. Kommen wir so rein und sagt so, ja, ich mache gerade Kaffee. Ihr könnt ja auch hier hinten gucken und lässt die Hunde raus. Na, voll. Das erwartest du halt auch nicht so. Nee. Aber das ist halt so wieder sowas, so, es kommt alles, wie es kommen soll irgendwie. Ja, und jetzt sind wir hier. Wir haben was Tolles zu essen bekommen. Draußen regnet es in Strömen. Was war das denn eigentlich? Das war so Das sah aus wie Hühnerfrikassee. Das war Pulled Pork, aber mit Hühnchen, ne? Und so Pilzen drin und so. Es war richtig toll. Wir haben super viel mit denen gequatscht, auch die Kinder super lieb. Und jetzt können wir einfach unsere gesamte Wäsche vorm Ofen trocknen. Ist das nicht ein Traum? Wir haben Strom, es ist trocken, wir haben einen Ofen. Geil, da kann es nicht sein. So geil, wirklich. Mega. Gottes Willen, ey. Das sieht ja eigentlich aus. Ja, guten Morgen, Leute. Wir machen es jetzt erstmal ein bisschen ready. Hier haben wir es geschlafen. Es ist jetzt irgendwie schon 8:45 und wir packen jetzt unsere Sachen zusammen. Frühstücken gleich mit der netten, lieben Familie noch ein bisschen. Kaufen irgendwie noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk ein und Bunker danach, ne? Danach gehen wir wieder weiter auf Bunkertour. Ich nehme euch mit. Leute, es ist unbeschreiblich, hier in diesem Haus zu sein. Das war mal ein altes Ferienlager für Kinder und man merkt richtig hier so eine positive Energie. Und die Leute sind einfach so herzlich und so lieb. Wir gehen jetzt erstmal was frühstücken und ja, vielleicht kann ich sie euch nachher noch zeigen, wenn sie mit ins Video möchten. An dieser Stelle schon mal vielen Dank. Grüße gehen raus an euch, falls ihr das Video hier seht. Und ja, wir frühstücken jetzt erstmal. Achso. Ein kleines Kätzchen. Ja, nimm. Hallo. Du bist süß. Leute, wir sitzen jetzt endlich im Auto. Es ist 11 Uhr. Wir konnten uns gar nicht lösen. Ja, wundervolle Menschen, wirklich. Ich bin komplett geflasht. Es war wunderschön. Und jetzt geht's aber endlich weiter zum Bunker, Leute. Hey Leute, die Umgebung hat sich hier gerade komplett verändert. Wir sind 15 Minuten gefahren und befinden uns hier mitten im Winterwunderland. Alles ist hier voller Schnee, der Boden ist glatt und vereist. Und wieder mal sind wir auf der Suche nach dem nächsten Objekt der Begierde. Schaut mal, alles hier einfach voller Schnee. Nochmal zur Familie von gerade. Es war so schwierig, sich von dieser Familie zu lösen. Wir waren so herzliche Menschen. Die Tochter auch richtig klasse. Also falls ihr das hier seht, vielen, vielen lieben Dank, dass wir bei euch übernachten konnten, dass ihr uns so gut versorgt habt mit euren Geschichten, eurer Herzlichkeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin werden wir aber trotzdem hoffentlich noch ganz viele andere Abenteuer hier erleben. Es ist übrigens richtig, richtig kalt. Ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr noch anziehen sollen. Oh, schaut mal. Was ist das denn? Hängt einfach an dem Baum eine Möhre. Ach, hier ist noch eine Möhre. Hä? Warum ist hier alles voller Möhren? Okay, macht ja gar keinen Sinn.
für die Tiere aufgenommen? Ja, wahrscheinlich. Für den Winter einfach, dass sie das zum Essen haben. Aber süß. Ja, hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, das mit dem Märchen. Boden knistert. Also für dieses Wetter bin ich wirklich nicht ausgestattet. Meine Handschuhe sind auch noch... Ach, die sind klitschnass auch. Naja, egal. Oh, besser als gar nicht, bevor die Finger absterben. Okay, let's go. Hat Taco schon irgendwas entdeckt? Ja, ich glaube, wir sind mitten drauf. Okay, hier ist schon irgendwas. Der sieht aus wie so ein alter Sicherungskasten. Oh, sonst sieht man hier noch wirklich wenig. Das haben wir bei den anderen schon gesehen. Das sind hier die Lüftungsschächte. Okay. Oh, ihr könnt das jetzt hier nicht sehen auf meiner Kamera, aber es geht hier wirklich bestimmt 12, 14 Meter runter. Da möchte man nicht runterfallen. Das sind alles hier so kleine Hügel, kleine Gebäude. Aber wir wollen den großen. Ja? Da ist das Ding. Oh, oh Gott. Rein da. Ja. Ja, dann. Oh, es riecht wieder so, wie man es hier erwartet, ne? Modrig. Okay. War auch schon mal zu, glaube ich, mit einer Tür. Hat das wieder irgendjemand aufgemacht? Ah, der Bodengeruch. Oh, okay. Ah, das duftet. Alter, okay, ja, cool. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wasser? Nee, alles okay. Trocken. Oh, ist das ein großes Ding. Ist das die Heizungsanlage oder so? Ja. Heizanlage? Man riecht es auch. Ja, ne? So extrem. Aber es riecht so, also generell wie ein Lost Place halt riecht. Hier riecht es aber so leicht nach so Heizdiesel, ne? Muffig, bunkerig. Aber hier auch Heizung, Lüftung, irgendwas Elektronisches, irgendwas mit Kesseln. Oh Gott, ist das groß. Hört ihr das? Der Boden besteht ja einfach aus Platten. Und unter mir ist nochmal ungefähr so 30, 40 Zentimeter Platz. Wenn man hier, glaube ich, eine erwischt, die nicht so ganz so fest ist, dann kracht man schon mal schnell ein bisschen weiter nach unten. Der von uns erkundete Bunker stammt aus der Zeit der DDR. Einer Zeit, in der die NVA bis in die 80er Jahre unzählige unterirdische Schutzbauten errichtete. Viele Bunker der DDR waren untereinander vernetzt und konnten miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Der Bunker war Standort einer funktechnischen Kompanie, welche sich mit der Überwachung des Luftraumes beschäftigte. Alle Flugobjekte erschienen auf einem Radar und konnten überprüft werden. Flog zum Beispiel ein Flugzeug ohne Genehmigung Richtung Grenze, wurden entsprechende Einheiten mobilisiert. Gerüchte über eine Raketenstation gab es ebenfalls. Diese konnten aber nie nachgewiesen werden. Gut, hier sind wir wirklich, glaube ich, in dem Raum, wo mal gefunkt wurde. Das sind die Tische, wo die Leute dran gesessen haben. Gott, ey, es ist echt schon wieder spannend und aufregend hier. Kann man sich gar nicht vorstellen. Okay, was haben wir hier? Einfach auch noch so ein kleiner Raum mit einer Tür. Oh Gott, ich glaube, ich habe hier Schritte gehört. Das kam gerade nicht von mir. Ach, scheiß drauf, wir gucken einfach nach. Diese Türen sind auch riesig. Das ist hier. Oh ja. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir holen Taco ab, das erkunden wir zusammen. Du musst übrigens aufpassen, manche Platten sind lose und dann krachst du so 40 cm nach unten. Du musst okay. Ein bisschen gucken. Ja, was hast du gefunden? Ich habe was mega Geiles gefunden. Ich bin gespannt, ich hoffe es. Aua! Ein Riesending, also nicht nur die Halle. Wow! Garagen! Es ist riesig und es sind bestimmt 4, 5 Stück. Kann man sich gut vorstellen, ne, wie hier so ein Fahrzeug oder drin steht. Oder vielleicht ein Flugfahrzeug-mäßig, weißt du? Dass sie halt ja. Konnten die dann abhauen. Okay, wurde schon mal eine Seance abgehalten. Ja.
definitiv auch ein Platz, wo Jugendliche hingehen. Weil das ist schon wieder so eine Sache, das erwartest du nicht. Ne? Du gehst hier runter und denkst, das ist irgendwie ein, zwei Tünnelchen. Heftig. Groß. Ah, okay. Gut, die sind doch irgendwie verbunden. Ah, nee, da nicht. Zutritt berechtigt Lager 1. Ah, da stand eben noch mehr, aber guck, man macht das dann kaputt. Schon. Okay, hier ist so ein kleines Räumchen. Schade, ich dachte, hier geht es jetzt noch irgendwie eine Etage tiefer. Boah. Und hier ist einfach nur die ganze Stromversorgung. Krass, das heißt, wir müssen wieder zurück und im Hauptgang weiter. Ja. Aber weißt du, was ich echt cool finde? Das hier, also ich glaube, dass dieser Bunker immer wieder weiter, also erweitert wurde, weil die Türen und die Einrichtung hier ist ganz anders als diese dicken Drucktüren, die vorne waren. Die waren super neu. Ich kann es mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen, wie hier die Leute drin gesessen haben und sich Nachrichten und Funksprüche zugefunkt haben. Wow, hier ist auch schon einiges passiert. Am Boden immer ein bisschen aufpassen. Die ganzen Sicherungen. Was hier auch an Technik drin ist, ist echt viel. Okay. Ja, das ist so eine Art Rundgang hier. Das ist so ein U. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier nochmal ein Räumchen, was man auch absperren konnte. Was ist das denn? Okay, Taco hat irgendwas gefunden. Das habe ich auf den Fotos gesehen. Guck mal, hier sind wie so stehende Vitrinen. Wofür war das? Hier unten auch so ein Glaskasten. Ich denke gerade so an so ein Labor, wo die so mit Handschuhen so Eingriffe haben, aber hier drin war, denke ich, mal irgendwas ausgestellt, ne? Hier sind auf jeden Fall gerade Steinchen drin. Ja, stimmt. Einschlagen, so. Vielleicht war da mal so, ich habe jetzt gerade so an Feuerlöscher gedacht, das macht halt gar keinen Sinn. Oder halt so, ah, Schutzanzug oder so, ja, vielleicht. Ja, aber ich, dann, das ist ja zugenietet, das ist ja noch nicht mal dünnes Metall, das ist ja richtig dick. Ach, schau mal, das war auch beleuchtet das von innen. Das ist auch hier Plexiglas, ja. Richtig dickes. Das ist beleuchtet von innen, sodass man, also das, was drin ist, gut ausgeleuchtet war. Oh, siehst du hier, was? Guck mal, hier auf der linken Seite. Wenn du hier links reinguckst, direkt an die Leiste, das ist ja doch... Ah, LED-Streifen. Ja. Aber das gab es ja früher noch nicht so. Ja, vielleicht. Wir haben schon die Theorie aufgestellt, dass der Bunker in mehreren Jahrzehnten genutzt wurde, dass es einfach irgendwann aufgestockt wurde. Ja. Dass man das irgendwann gebaut hat und mit den Jahren hat sich dann einfach die Technologie verändert und das ist später reingekommen. Gerade zur Corona-Zeit haben sich viele Leute so alte Bunker gesucht und haben dann da illegale Raves gemacht. Das ist schon irre. Ja. Das muss eine irre Atmosphäre aus sein. Ja, schon mal vorhin in diesem Hangar, wo wir waren, bei unserer ersten Tour. Mhm. Diese riesige Leute, 120 Meter lang, ja. 10, 20 Meter hoch. Ja. Ja, wir gehen hier mal wieder über diese Absperrung. Fass schon mal zu. Hier sind noch ein paar Regale. Alle Regalbretter sind schon draußen. Ich glaube, das war es ja auch schon mit dem Bunker. Ne? So groß ist der gar nicht. Von da sind wir gerade gekommen. Und da hinten, ganz da hinten ist unser Eingang. Und hier haben wir eigentlich auch schon alles gesehen. Hier ist noch ein Raum mit einer Bank. Ich glaube, das hier war Speisesaal. Kann ich mir noch gut vorstellen. So ein bisschen wohnlich gemacht mit dieser Vertefüllung. Hat aber leider nicht so geklappt. Ach, ich meine, hier war die Küche. Mhm. Ja, stimmt, mit so einer Durchreiche. Das wurde schon angeliefert, in so großen Behälter und dann hier vielleicht nur warm gemacht. Ja, hier warm gemacht und dann ausgeschenkt. Naja, gut. Cool, ne? Wir sind hier gerade rausgekommen und es schneit einfach. Mitten im Schnee. Ich wette, selbst wenn wir 10 Minuten fahren,
Okay, Lorena. Da muss ja spannend bleiben hier. Oh, schaut euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Okay, Friends, wir sind wieder am Tageslicht, an der frischen Luft, haben die muffige Bunkerluft hinter uns gelassen und es war schon der letzte Lost Place oder das letzte verlassene Objekt, was wir uns hier angeguckt haben auf dieser Tour. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke, dass du mich wieder mitgenommen hast. Immer gerne wieder. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob euch das Format mit Taco überhaupt gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, ist auch okay. Schreibt es trotzdem gerne rein. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet, ob ihr das Thema Lost Place generell auch mögt. Und ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Von daher würde ich sagen, wir beenden diese Tour, fahren nach Hause und sehen uns im nächsten Video. Tschüss!